Das ist ein wunderbarer Tag for mothers. Für Mütter. Amen. Amen. Margie, did you have more contact with Rose? Yes, I have. And? Yes, she is getting better. Yes. And she said that she can stand up already. Oh, wow. Hallelujah. Did she go to the hospital or not? No. Hallelujah. Super. Wow. Hallelujah. Yeah, that was strong. There was a word for stomach last night, and then Pastora called. Go ahead. Also das war richtig stark gestern Abend, denn ein Pastor hat angerufen, weil and she also had a word that there was somebody with a knee problem. Weil da ein Wort rausgegangen ist und sie hatte auch ein Wort der Erkenntnis, dass jemand da ist mit Knieproblemen. So Rose got a double dose. So hat Rose also eine doppelte Dosis des Wirkens des Heiligen Geistes abbekommen. Man, God. Gone down. The swelling is gone down. Awesome. Also die Magenschwellung geht zurück. I understand. Amen. Wow, awesome. Yeah, and it's been an awesome time every night on the internet. We've got a lot of new people that are joining with us, and we're excited about that. Und wir sind sehr begeistert darüber, dass mehr und mehr Leute zuschalten. Gestern Abend war eine ganz ansehnliche Gruppe drauf. We have a wonderful new friend in England. Und wir haben einen wunderbaren neuen Freund in England. Christopher, he's so fired up. Christopher, der so angefeuert ist. And he's looking forward to the time he can come down and hug all of us. Und er freut sich schon auf den Moment, wo er herkommen kann, um uns alle in die Arme zu nehmen. And he's probably with us today, so Christopher, we love you. Also höchstwahrscheinlich ist er auch jetzt heute mit uns hier verbunden, also wenn du drauf bist, Christoph. And I know a lot of my previous church people have been online from America. Und einige Leute von meinen früheren Gemeinden in Amerika sind auch zugeschalten. And we got Africans joining us. Wir haben auch Afrikaner, die mit zuschalten. We have people in Dubai that are joining us. Sogar Leute aus Dubai. Philippines, Malaysia. Von den Philippinen und aus Malaysia. So it's really great to see what God's doing right now. Wirklich großartig zu sehen, was Gott hier tut. And if you haven't heard the teaching that we've done, man, go back and listen to it. Und wenn ihr die Lehre noch nicht gehört habt, die wir gebracht haben, dann geht darauf zurück und hört sie euch an. You guys are getting an eschatology class in itself. Ihr bekommt durch diese Reihe eine eigene Eschatologie-Schule. Well, today's Mother's Day. Nun, heute ist ja auch Muttertag. So I'm not a pastor, but I'm going to kick into the pastor mode. Ich bin kein Pastor, aber ich werde jetzt in den pastoralen Modus reingehen. And I'm going to give you a Mother's Day message. Und ich werde euch eine Muttertagsbotschaft geben. So, you know, and I'm excited about that. Und ich bin begeistert darüber. Because this is one of the points of the church. Weil das einer der Punkte einer Gemeinde ist. You know, the church holds the morals in the land. Denn wisst ihr, die Gemeinde ist es, die die Moral im Land aufrecht hält. And there's so much of an attack in the world against family, against marriage, against the traditional values. Und es ist so eine gewaltige Aktion und Attacke gegen die Werte wie Familie und Vater, Mutter, einfach die Werte Gottes. The church is the one that stands up against this globalist agenda and says, no, this is not the word of God. Und die Gemeinde ist diejenige, die aufsteht gegen die Agenda der Globalisten und sagt, die Pläne von euch, die sind nicht gottgemäß, sie sind gegen Gottes Wort und seinen Willen. And it's important that we give honor where honor is due and that the church carries that. Und es ist wichtig, dass wir da Ehre geben, wo Ehre wirklich gebührt, und die Gemeinde ist die Trägerin dessen, dass we value marriage, we value the family. Dass Ehe und Familie gewertschätzt wird. We value the morals. Wir wertschätzen die Moral. That are established from the word of God. Die moralischen Werte, die aus Gottes Wort her etabliert sind. And when God's word says it, und wenn Gottes Wort es sagt, and the law of the land says something different, we have to stay with the word of God. Und das Gesetz eines Landes, was Gegenteiliges sagt zu Gottes Wort, müssen wir für Gottes Wort aufstehen. And so today we are going to honor the mothers. Heute werden wir also Mütter ehren.
I want to go before the Lord and ask him to give us guidance with the message. Ich möchte vor den Herrn treten und um Führung bitten für die Botschaft jetzt. Father, I just thank you so much. Vater, ich danke dir so sehr for this awesome opportunity that we can have to come together. Für diese gewaltige Möglichkeit, die wir haben, so zusammenzukommen. I thank you for all of those that have stuck together with us during this time. Ich danke allen von euch, die während dieser Zeit mit uns zusammengeblieben sind. And I know there are many other churches that are meeting today as well. Und ich weiß, dass auch viele andere Gemeinden sich heute treffen. And Father, we honor you in this land by coming together. Und Vater, wir ehren dich in diesem Land hier, indem wir uns wirklich versammeln als Gemeinde. By receiving your word together. Wo wir dein Wort zusammen aufnehmen. And then by leaving and going forth together. Und indem wir dann wieder rausgehen und zusammen wirklich vorwärts gehen. As your family in this earth. Als deine Familie auf Erden. That is here to bring in this last day harvest. Die hier ist, um die letzte Ernte in diesen Tagen einzubringen. To bring love, to bring joy, um Liebe und Freude zu bringen. To bring faith, um Glauben zu bringen. To bring healing, um Heilung zu bringen. To do the works that Jesus did. Und die Werke zu tun, die Jesus getan hat. And we thank you that you continue to give us guidance, und wir danken dir, dass du fortfährst, uns Führung zu schenken. To be a voice, um eine Stimme zu sein. And Father, today, und Vater, heute we pray for mothers all over this nation, beten wir für Mütter überall auf der Nation hier. And we thank you for them, und wir danken dir für sie. And the blessing that they've been in our lives, und der Segen, der sie waren in unserem Leben. Those that are natural lover, mothers, diejenigen, die natürliche Mütter sind. And those that have been mothers to us in other ways. Und diejenigen, die auch Mutterschaft uns gegenüber gepflegt haben in anderen Arten und Weisen. And we want to say thank you. Und so wollen wir dir dafür danken. For them. Für sie alle. And the value that they bring to our world. Und den Wert, den sie in unsere Welt hineinbringen. And to our lives. Und in unsere Leben. In Jesus' name. In dem Namen Jesus. Amen. Amen. Well, how many of you have a mother? Wie viele von euch haben eine Mutter? We all have a mother, don't we? Wir alle haben eine Mutter, oder nicht? I want to read to you something that it's a poem that was written several years ago. Und ich möchte euch ein Gedicht vorlesen, was vor einigen Jahren geschrieben worden ist. And when we talk about mothers, I'm not just talking about natural mothers, your natural mom. Wenn wir über Mütter sprechen, dann reden wir nicht nur über natürliche Mütter und Mamas. We all have even other people in our life that have carried a mother role in one way or another. Denn wir alle haben ja in unserem Leben hier und da Personen, die eine Mutterrolle für uns eingenommen haben. And you know, when my wife went with me to Tanzania. Wisst ihr, als meine Ehefrau mit mir nach Tansania ging, the people there fell in love with her. Das sind die Leute dort sozusagen sie haben sich verliebt in sie dort in Afrika. And you know, she would get out with all of them during the evangelistic outside meetings and dance. Und sie ging dann raus unter die ganze Menschenmenge bei den offenen Evangelisationsveranstaltungen und hat mit ihnen dort getanzt und so weiter. And one thing about the Africans, they can dance. Und eine Sache über Afrikaner ist die, dass sie wirklich tanzen können. They grow up dancing. Denn sie wachsen schon so auf, von klein auf, dass man tanzt. I mean, you see the little babies, man, they are completely in perfect timing with their feet and moving. Man sieht sogar schon kleine Babys sozusagen, die schon mit ihren Füßen in vollkommenem Rhythmus unterwegs sind, wie sie sich bewegen. And but my wife, she would get out there and dance with them. Aber meine Frau ist dort rausgezogen zu ihnen und hat mitgetanzt. And we could have 1,000 people, and I never had a problem finding her. Und egal wie viele Tausende von Leute da waren, ich hatte kein Problem, sie irgendwo zu finden. But I watched it, man. The people would watch her. They said, man, that white woman can dance. Aber ich habe wirklich zugeschaut und. And she can. Und sie dachten wirklich auch, sie kann tanzen und sie kann auch tanzen.
And then she bought a bunch of cookies for the kids, and they just swarmed her one night and grabbed all the, you know, the cookies they could get. Und sie hat dann Cookies für die Kids gemacht, und eines Abends sind sie wie ein Schwarm Fliegen auf sie zugekommen und haben ihr die Cookies entrissen. Sie waren so begeistert von ihr. And she had this armband that was all these silver things around her arm, many of them. Und viele von ihnen hatten so Silberarmreife oder Armbänder. She started blessing the people with that. I mean, her heart just poured out of love. Und sie hat das gehabt an ihrem Arm, und sie hat angefangen, so die Leute auch damit zu segnen. And then was able to get up and share a little bit with the people from the platform. Und dann ist sie auch auf die Plattform raufgekommen und hat ihr Herz mit den Leuten dort geteilt. And by the time we left, und bis zu der Zeit, wo wir wieder gegangen sind, everybody kept calling her Mama Africa, hat jeder dort sie Mama Afrika genannt. Because she really carried that role of love toward them. Weil sie wirklich diese Rolle der Liebe für sie eingenommen hat, und sie hat ihnen Liebe gebracht. And you know, there's something about a woman, about a mother that is even different than a father. Und wisst ihr, es gibt da Dinge bei einer Mama, die anders sind als bei einem Vater. Naturally in them there's something built that expresses love a little bit differently. Da gibt's innerlich in ihnen was ganz anders angelegt ist, was Liebe auf eine ganz eigene spezifische Art und Weise ausdrückt. And of course in the family that's why God designed for there to be a mother and a father, because both have different characteristics. Und deshalb hat Gott es auch so in einer Familie angelegt, Vater und Mutter, weil sie beide verschiedene Charakteristiken für eine Familie mitbringen. And so I want to open up with this. This is really good. So möchte ich also mit Folgendem beginnen, und das ist richtig gut. It's called the meanest mother in the world. Es bedeutet die gemeinste Mama der Welt. Have you ever heard this, Joe? Hast du das schon mal gehört, Joe? I think you had a mother like this. Ich denke, du hast eine Mutter wie diese gehabt. She was a Pentecostal pastor. Sie war eine Pfingstpredigerin, Pastorin. But listen to this, this is really good. Aber hör dich das an, es ist gut. We had the meanest mother in the whole world. Wir hatten die gemeinste Mama der ganzen Welt. So this is actually written by a daughter. Das ist tatsächlich geschrieben von einer Tochter. While other kids ate candy for breakfast. Während andere Kinder Süßigkeiten zum Frühstück aßen. We had to have cereal, eggs and toast. Mussten wir Getreide und Eier und Toast essen. So now I think you understand where we're going with this. Ich denke, ihr versteht, wohin die Richtung geht. And you can guess, our mother fixed us dinner that was different from that other kids had. Und ihr könnt euch vorstellen, dass unsere Mama uns ein anderes Mittagessen zubereitete als das, was andere Kinder von ihren Müttern bekamen. Mother insisted on knowing where we were at all times. Und Mama hat immer darauf bestanden, dass sie Bescheid weiß, wo wir uns zu jeder Zeit befinden. You'd think that we were convicts in the prison. Man konnte den Eindruck haben, dass wir wirklich Gefangene im Gefängnis waren. She had to know who our friends were. Sie musste unbedingt Bescheid wissen, wer unsere Freunde sind. And what we were doing with them. Und was wir mit ihnen taten. She insisted that if we said we'd be gone for an hour, sie hat darauf bestanden, wenn wir gesagt haben, dass wir für eine Stunde weg sind, we would be gone for an hour or less, dass wir höchstens für eine Stunde dann tatsächlich weg sind oder eben weniger. We were ashamed to admit it. Wir schämen uns, dass wir uns eingestehen müssen. But she had the nerve to break the child labor laws. Aber sie hatte den Nerv, die kindlichen Arbeitsregeln zu durchbrechen. She made us work. Sie hat uns wirklich zum Arbeiten gebracht. We had to wash dishes. Wir mussten Geschirr spülen. We had to make the bed. Wir mussten die Betten machen. We had to learn to cook. Wir mussten lernen, auch zu kochen. We had to vacuum the floor. Wir mussten sogar staubsaugen. We had to do laundry. Laundry. Wir mussten die Wäsche zusammenlegen. And all sorts of cruel jobs. Und alle Arten von richtig brutalen Arbeiten. I think, und ich denke, that she would lay awake every night, dass sie jede Nacht wach gelegen ist,
thinking of more things that she would have us do. Wo sie sich drüber Gedanken gemacht hat, was sie uns noch alles auftragen könnte. She always insisted on us telling the truth. Sie hat immer darauf bestanden, dass wir zu jeder Zeit die Wahrheit sagen. The whole truth. Die ganze Wahrheit. And nothing but the truth. Und nichts außer die Wahrheit. So help me God. Also hilf mir Gott. By the time we were teenagers, bis zu dem Punkt, wo wir dann Teenager waren, she could read our minds. Konnte sie unsere Gedanken lesen. That life was really tough. Und dieses Leben war richtig hart. Mom wouldn't let our friends just honk the horn when they drove up. Mutter hat es nicht erlaubt, dass wenn die Freunde vorbeifuhren, einfach nur hupten. They had to come to the door so we could so she could meet them. Sondern sie mussten an die Haustür kommen, so dass sie auch die Chance bekam, sie zu treffen. While everyone was able to date, go out when they were 12 or 13. Wenn die anderen im Alter von 12 oder 13 loszogen und Dates hatten, we had to wait till we were 16. Mussten wir warten, bis wir 16 waren. Man, that's a mean mom. Das ist eine ganz gemeine Mama. Because of our mother, und wegen unserer Mama, we missed out on a lot of things that kids experienced. Haben wir sehr viele Dinge verpasst, die andere Kinder gehabt und erlebt haben. None of us were ever caught shoplifting. Stealing also, things from the store. Niemand ist von uns erwischt worden, wenn er im Laden was gestohlen hat. Vandalizing other people's property. Oder Vandalismus betrieben hat und Grundstücke und Sachen anderer beschädigte. Or arrested for crimes. Oder wegen anderen Verbrechen verhaftet zu werden. It was all her fault. Das war alles ihre Schuld. We didn't go out and get drunk. Wir sind nicht rausgezogen und haben uns betrunken. We didn't take up smoking. Wir haben nicht geraucht. We didn't stay out all night. Wir sind nicht die ganze Nacht irgendwo unterwegs gewesen. Or a million other things that other kids did. Oder wir haben auch nicht eins von anderen Millionen von Dingen getan, was Kinder sonst getan haben. And for Sunday, und am Sonntag, it was always reserved for church. Dieser Tag war immer für die Gemeinde, für den Besuch der Gemeinde reserviert. We never missed one time. Wir haben keinen einzigen Sonntagsbesuch verpasst. In fact, we even knew, tatsächlich wussten wir sogar noch, that it was better. Dass es besser war. Oder wir wussten es besser, als darum zu bitten, dass wir ausbleiben könnten mit Freunden am Samstag vor dem Sonntagsbesuch. Now that we've left home, jetzt, wo wir unser Elternhaus verlassen haben, we are all God-fearing, sind wir alle gottesfürchtige Leute, educated, gebildet, honest adults, und ehrbare und ehrliche Erwachsene geworden. And we are doing our best, und wir tun unser Bestes, to be mean parents, gemeine Eltern zu sein. Just like our mom was. Genauso wie unsere Mama es war. I think that's what's wrong with the world today. Und ich denke, dass das ist, was heute mit der Welt falsch läuft. It just doesn't have enough mean moms anymore. Es gibt nicht mehr genügend gemeine Mamas. Pretty strong point, isn't it? Wirklich starker Punkt, oder? It's funny, but it's true. Es ist irgendwie lustig, aber trotzdem sehr ernst und wahr. And I tell you, moms, und ich sag euch, Mamas, don't apologize for being mean. Entschuldigt euch nicht dafür, wenn ihr gemein seid. When it comes to being mean for the love of God and for the right morals. Wenn es bedeutet, gemein zu sein aus Liebe Gottes für seine Moral. I had a mean mom. Ich hatte eine gemeine Mama. And I'm glad I did. Und ich bin froh, dass sie so war. Go with me to 2 Timothy. Geht mal mit mir in den 2. Timotheusbrief. Helen, did you have a mean mom? Yeah, very. Helen. Helen hatte auch eine. She said very. Eine sehr gemeine Mama. I tell you what, that's why you've made it too. Ich sag dir eins, das ist der Grund, warum du es so weit geschafft hast. Because you've been through a lot to be in this nation. Weil du doch vieles gegangen bist, um hier in dieser Nation zu sein. 2 Timothy 1. 2. Timotheusbrief, Kapitel 1. And
Look with me at verse 1. Und schaut mit mir Vers 1 an. It says Paul. Es heißt hier Paulus. An apostle of Jesus Christ. Apostel Jesu Christi. By the will of God, according to the promise of life, which is in Christ Jesus. Durch Gottes Willen gemäß der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. To Timothy, my dearly beloved son. An Timotheus, mein geliebtes Kind. So here's an example of a father figure in Timothy's life, even though he wasn't his natural father. Und hier ist eine Vaterfigur im Leben von Timotheus durch Paulus, auch wenn Paulus nicht der natürliche Vater von Timotheus war. And it's the same way with mothers. Und genau das gleiche ist auch mit Müttern. You can also help to fill to be a mother in other people's lives. Ihr Frauen könnt auch die Rolle von Müttern ausfüllen im Leben von anderen. And your pastor definitely has a mother role. Und eure Pastorin hat definitiv auch eine Mutterrolle für euch alle. And it's good to honor that. Und es ist gut, das zu ehren. So it says to Timothy. Es heißt also an Timotheus. My dearly beloved son, grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Mein geliebtes Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott dem Vater und von Christus Jesus unserem Herrn. I thank God. Ich danke Gott, whom I serve from my forefathers with pure conscience, dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day. Wenn ich unablässig an dich gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Greatly desiring to see thee, und ich bin voll Verlangen dich zu sehen, being mindful of thy tears, da ich mich an deine Tränen erinnere, that I may be filled with joy. Damit ich mit Freude erfüllt werde. Now look at verse 5. Und schaut euch jetzt Vers 5 an. And let me set this up a little bit. Und lasst mich diese Sache noch ein bisschen genauer darstellen. Timothy is a pastor. Timotheus ist ein Pastor. And he's going through a very difficult time. Und er geht zu dieser Zeit durch eine ganz, ganz schwere Situation. The church, it was a big church. Denn seine Gemeinde, die eine riesengroße Gemeinde war, this was not a tiny little house group. Das war keine winzige Hausgruppe. It had at one time about 100,000 people in it. Sondern diese Gemeinde hatte zu einer Zeit 100,000 Gemeindemitglieder. And even if they met, they would have a lot of people would have met together. You know, if they would have met in houses, they would have met in big houses. Und wenn sie sich trafen, dann haben sie sich in riesengroßen Häusern treffen müssen. For some of these meetings, you understand, but it was the church at Ephesus. Für einige dieser Treffen, aber es war die Gemeinde in Ephesus. And persecution came. Und Verfolgung kam. And so you had people that were running scared because of a crisis, because of persecution. Und so gab es viele Leute, die aus Angst und Panik davonliefen wegen der brutalen Verfolgung, die eintraf. So you had that issue. Also war der Punkt. And then you had a rebellion inside the church among leadership. Und dann war innerhalb der Gemeinde eine Rebellion unter der Leiterschaft. And people were going against Timothy as the pastor of the church and his leadership ability. Und Leute aus der Leiterschaft gingen dann gegen Timotheus an als Pastor der Gemeinde und zweifelten seine Leiterschaftsbefähigung und auch Befugnis an. So that was another issue. Das war also ein weiterer Punkt. And then another issue was false teachers had come in and they were starting to spread false doctrine. Eine weitere Sache war, dass Leute reingekommen sind, die angefangen haben, falsche Lehre zu verbreiten. Now could you imagine being a pastor and having to deal with that with a church of that size? Kannst du dir vorstellen, ein Pastor zu sein, einer Gemeinde, die so groß ist und mit solchen Problemen konfrontiert ist? The devil has always tried to destroy the church. Der Teufel hat immer versucht, die Gemeinde zu zerstören. And you know, just like what, and those of you that are with us on the teaching we're doing on end times. Und diejenigen von euch, die mit dabei sind bei unserer Lehre über Endzeiten. We've seen how the devil tries to destroy the nation of Israel and what the motive is. Da sehen wir, wie der Teufel versucht, die Nation Israel zu zerstören und was sein Motiv dahinter ist. And it's the same way with the church. Und genau das gleiche ist es auch mit der Gemeinde. We are the ones that are here to preach the gospel. Wir sind diejenigen, die hier sind, um das Evangelium zu verkünden. And because we know the word, we stand
stand up and we say this is right and this is wrong. Und weil wir das Wort kennen, stehen wir auf und sagen, was richtig und was falsch ist. And the Bible says that righteousness exalts a nation. We want the blessing of God on our nations. Und die Bibel sagt, dass Gerechtigkeit eine Nation erhebt, und so wollen wir ja den Segen Gottes auf unsere Nation in unserem Leben haben. But anyway, Timothy, I mean, he's getting hit on all kinds of sides. Wie auch immer, Timotheus wurde aus allen möglichen Richtungen beschossen. And he's come to a point where he's ready just to quit. Und er kam an den Punkt, wo er eigentlich nur noch aufgeben wollte. And so Paul is writing this to encourage him. Paulus schreibt das also, um ihn zu ermutigen. Paul's the one that started this church. Paulus war ja der, der diese Gemeinde gegründet hatte. And then Timothy was there as the pastor to take it over and go forward. Und dann war später Timotheus der Pastor, der die Gemeinde übernahm, um mit ihr vorwärts zu gehen. But look at this. Aber schau dich das an. Timothy had a mama. Timotheus hatte eine Mutter. And he had a grandmama. Und er hatte auch eine Oma. And these were godly people. Und diese beiden Frauen waren göttliche Leute. And I want you to think about this. Und ich möchte, dass ihr mal drüber nachdenkt. He had a grandma and a mama that put something in him. Er hatte eine Oma und eine Mutter, die etwas in ihn hineingelegt haben. And in this situation, und in dieser Situation, Paul not only reminded Timothy of what he had taught him and prophesied over him. Da hat Paulus ihn nicht nur an das erinnert, was er ihn gelehrt hatte und auch über ihn prophezeit hatte. But Paul went back to his mama. Sondern Paulus ging zurück auf seine Mama. And to his grandmother. Und auch auf seine Oma. Isn't that powerful? Ist das nicht stark? So what happened with Timothy? Was also mit Timotheus passierte? His grandma got saved first. War, dass die Oma zuerst errettet worden war. And she became a God-fearing word woman. Und sie wurde zu einer gottesfürchtigen Wort hungrigen und fürchtenden Frau. And then Timothy's mother, und dann die Mama von Timotheus, who had also received from her mother, die auch von ihrer Mama empfangen hat, was able to install things within her son, konnte Dinge in ihren Sohn hineinlegen, that would give him strength to stand in this crisis, die ihm Stärke gab dafür, in dieser Krise wirklich zu stehen. So mothers, don't ever think, also ihr Mütter, denkt niemals, that what you do with your kids is not important. Dass das, was ihr mit euren Kindern tut, nicht wichtig sei. You are there to put things in them that later on in life your kids can draw from. Ihr seid da, um Dinge in das Leben eurer Kinder hineinzutun, wovon sie später in ihrem Leben dann wirklich schöpfen können. You know, I can't tell you how many times I go back to my own parents. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich zurückgegangen bin auf meine eigenen Eltern. And how I watched them take this word and walk through their life. Und sie zu beobachten dabei, wie sie Gottes Wort nahmen und das mit sich durchs Leben zu nehmen. When I saw all of the obstacles come against them when they started the camp. Als ich all diese Widerstände sah, die auf sie zukamen, als sie dieses Camp anfingen. And I'll come back to that in just a second. Und darauf werde ich in einer Sekunde zurückkommen. But look here at verse 5. Aber schau dich hier zunächst Vers 5 an. Paul says. Da sagt Paulus. So first he said that he was mindful of Timothy's tears. Timothy been, you know, he'd been crying behind the scenes and having a tough time behind the scenes. Er sagt also, dass er an all die Tränen sich erinnert, die Timotheus hinter den Kulissen geweint hat. And then he says, look, verse 5. Und dann schaut euch hier Vers 5 an, was er hier sagt. When I call to remembrance. Dabei halte ich die Erinnerung fest. What? An was? When I call to remembrance. Dabei halte ich die Erinnerung fest. The unfeigned faith. An deinen ungeheuchelten Glauben. This word unfeigned means this unwavering, this unmoving faith. Und dieses Wort ungeheuchelten Glauben bedeutet unerschütterlichen, wirklich festhaltenden Glauben, feststehenden Glauben. Which means, was bedeutet, that Timothy had seen these that Paul's going to mention go through difficult times and use their faith to get through. Dass Timotheus das sieht, was Paulus erwähnt hat, von Dingen und Situationen, wo man wirklich durchgegangen ist.
Hallelujah. Hallelujah. When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der in dir ist, which dwelt first in your grandma. Der zuvor in deiner Großmutter war. Ooh, thank God for praying grandmas. Dank sei Gott für betende Großmütter. Thank God for grandmas that don't compromise. Dank sei Gott für Großmütter, die keine Kompromisse machen. Thank God for mean grandmas. Dank sei Gott für gemeine Großmütter. Do you have a mean grandma, Joe? Joe, hast du eine gemeine Großmutter? You see what I'm saying? Seht ihr, was ich meine? This grandmother apparently got born again. Diese Großmutter ist ganz offensichtlich von neuem geboren worden. And chose to go forward regardless of whether anybody else was going to go forward with God or not. Und hat sich entschlossen, vorwärts zu gehen mit Gott, ganz egal, ob jemand diesen Weg mitgeht oder nicht. And why do you say that? Und warum sagst du das? Because in this passage of scripture it doesn't even mention their husbands. Weil hier in dieser Schriftstelle die Ehemänner nicht mal erwähnt werden. And I promise you, if the men were carrying the lead here, they would have been in this verse. Und ich sag's euch, wenn die Männer wirklich ihre Rolle gehabt hätten und eingenommen hätten, die Leitung zu übernehmen, wären sie hier in diesen Versen auch erwähnt worden. I'm talking about to live for God. Und was ich hier meine, ist, dass sie für Gott leben. You understand? Paul writes about that in the Corinthian church, that there was a saved one and an unsaved one. Versteht ihr, Paulus schreibt es ja bei der korinthischen Gemeinde, dass es Errettete und Unerrettete gab. And he tells the spouse that's saved, if your unsaved spouse is willing to live with you, you go forward. Und er sagt den gläubigen Leuten, dass sie vorwärts gehen sollen mit den Ungläubigen, wenn sie bereit sind, mit dabei zu bleiben. Because your testimony for the Lord can win them over. Weil das Zeugnis der Glaubenden für Gott sie auch für Gott gewinnen können. But that's not going to be a testimony of compromise. Aber das ist kein Zeugnis des Kompromisses. Testimony of compromise wins nobody. Denn ein Zeugnis, wo Kompromisse sind, wird niemanden gewinnen. But when people stand up and say, I'm going to follow God and I'm going to do the word of God, whether anybody else or is or not, God honors that. Aber wenn Leute aufstehen und sagen, ich folge Gott, ganz egal, ob jemand mitzieht oder nicht, dann wird Gott das schließlich und endlich ehren. Because God watches over his word. Weil Gott sein Wort bewacht und drüber wacht, dass es ausgeführt wird. To perform it. Dass es wirklich zustande kommt. So the word of God must be first. Gottes Wort muss also an erster Stelle stehen. You know, I remember Smith Wigglesworth testimony. Wisst ihr, ich erinnere mich an das Zeugnis von Smith Wigglesworth. And he had a wife that wouldn't compromise. Und er hatte eine Ehefrau, die keine Kompromisse einging. And he tried to get her to compromise. Und er hat versucht, sie zu Kompromissen zu bewegen. But she wouldn't compromise. Aber sie machte keine Kompromisse. And she had to tell him, I love you, but I love God first, and I have to obey God first. Sie musste ihm sagen, ich liebe dich, aber ich liebe Gott genauso, und er steht an erster Stelle und er ist wichtiger für mich. And it's the same way with your kids. You love your kids. Und dasselbe ist auch mit euren Kindern. Ihr liebt eure Kinder. But your kids need to know that you love God first. Aber eure Kinder müssen wissen, dass ihr Gott zuerst liebt. That he's number one. Dass er die Nummer eins ist. His word is number one. Sein Wort ist die Nummer eins. And your faith in him is first. Und dein Glaube an ihn steht an erster Stelle. And God will, he will watch over that to perform that word in your life. Und Gott wird darüber wachen, dass dieses Wort sich in deinem Leben auch zeigt und erfüllt. Halleluja. Halleluja. I mean, you know, think about some of the women that stood up. Ich meine, denkt mal über ein paar der Frauen nach, die wirklich aufgestanden sind. You think about the Pharaoh's daughter when she found Moses' basket in the river. Denkt mal zum Beispiel über die Tochter des Pharaos nach, als sie den Korb gefunden hat, wo Mose im Nil war. Those kids were supposed to die. Diese Kinder sollten ja eigentlich sterben. But she stood up and it was a good thing she did. Und sie stand aber auf, hat sich dagegen gestellt und es war gut so, dass sie das tat. And you know, she could have found herself in a lot of trouble too. Because she brought the baby home. Denn sie hätte sich selbst ja auch in höchste Schwierigkeiten bringen können, dadurch, dass sie das
Baby mit sich nach Hause nahm. The law was that you kill the babies. Das Gesetz war nämlich, dass man diese Babys töten soll. And so she should have found somebody to kill the baby, you understand? Also hätte sie jemanden finden müssen, um das Baby zu töten, versteht ihr? But she put her life on the line. Aber sie hat hier ihr Leben selbst mit dran gegeben, to take the baby home. Um das Baby überhaupt mit sich nach Hause zu nehmen. And then to raise the child. Und dann dieses Kind auch noch großzuziehen. To be responsible. Um Verantwortung zu übernehmen. You understand? Versteht ihr? Isn't it good that she stood up? Ist es nicht gut, dass sie aufgestanden ist? And put her life on the line in that way? Und in dieser Art und Weise ihr Leben selbst riskierte. Halleluja. Halleluja. I mean, you think about Deborah. Und oder denkt auch mal über Deborah nach. She stood up for the nation of Israel. Sie stand auf für die Nation Israel. And she saved the nation. Und sie hat die Nation bewahrt, errettet. She put her life on the line. Sie hat selbst ihr Leben dran gegeben. Queen Esther stood up. Oder Königin Esther, die aufgestanden ist. Do you understand what I'm talking about? Versteht ihr, was ich hier meine? God first. Gott an erster Stelle. Sometimes you have to stand up in your family, you have to stand up in your marriage. Manchmal musst du in deiner Familie aufstehen und in deiner Ehe aufstehen. I'm talking to women today. Ich rede jetzt heute über Frauen. But I tell men too, you need to stand up. God is first. Aber ich sag's auch euch Männern, ihr müsst wirklich aufstehen, weil Gott an erster Stelle steht. You put him first. Ihr stellt ihn an erste Stelle. And it's your responsibility as parents to put that example in front of your kids. Und es ist eure Verantwortung als Eltern, dieses Vorbild und Beispiel auch euren Kindern zu geben. That, you know, I love you, honey, I love you, wife, I love you, husband, I love you, children, but God's first. Dass gesagt wird, ich liebe dich, mein Schatz, ich liebe dich auch, mein Kind, aber Gott steht an erster Stelle. And when we do it God's way, und wenn wir das auf Gottes Art und Weise tun, there's a blessing in it. Dann ist ein Segen drauf. And if everybody comes in line, the family can be heaven in the earth. Und wenn jeder wirklich so auf diesen Weg kommt, kann Familienleben Himmel auf Erde widerspiegeln. Because understand that in the society that we lived in today. Denn versteht ihr, in der Gesellschaft, in der wir heute aufgewachsen sind, there is an attack on relationship. Da ist eine brutale Attacke auf alle gesunden Beziehungen. This is not about a little tiny virus. Und die ganze Sache ist hier nicht ein kleiner Virus. Und wenn ihr Gottes Wort kennt, wisst ihr auch wirklich, was im Hintergrund tatsächlich abläuft. So we need to do everything we can to protect our marriages, to protect our children, to protect our families. So müssen wir alles dran setzen, dass wir unsere Ehen, unsere Kinder, unsere Familien beschützen. And to hold the word of God always in front of our face, first place. Und dass wir Gottes Wort vor unser Angesicht immer als das Allerwichtigste halten. Your kids go to school and they're told things that are contrary to this word many times. Und oftmals gehen eure Kinder zur Schule und bekommen Dinge gelehrt, die absolut gegenteilig zu Gottes Wort sind. And this is why it's important that you live the word of God and you put the word of God in front of them. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr Gottes Wort wirklich lebt und ihnen auch Gottes Wort vor Augen führt. And your kids don't just accept something because somebody says. Und eure Kinder nehmen ja auch nicht einfach nur irgendwas an oder sollen es nicht annehmen, nur weil jemand was sagt. But they can go back to the word of God and say, no, this is what God says. Sondern sie sollten fähig sein, zurückzugehen auf Gottes Wort und dann entgegnen, Gottes Wort sagt aber was anderes. You understand, the Bible is the foundation for all truth. Versteht ihr, die Bibel ist Fundament für alle Wahrheit. It's the foundation for the economy. Sie ist das Fundament für gesunde Wirtschaft. It's the foundation for history. Sie ist das Fundament für wahre Geschichte. It's the foundation for science. Es ist das Fundament für echte Wissenschaft. It's the foundation for math. Es ist das Fundament für die ganze Mathematik. The word of God is the foundation not only for spiritual truth but also for natural truth. Gottes Wort ist das Fundament nicht nur für geistige Wahrheit, sondern auch für alle natürliche Wahrheit. Halleluja. Halleluja. And I think a lot of people are waking up right now. Und ich denke, dass jetzt sehr viele Menschen auch endlich mal aufwachen. To realize how important these things are. Zu erkennen, wie wichtig all diese Dinge sind. To realize how important the family is. Zu erkennen, wie wichtig Familie tatsächlich ist. How important mothers and fathers are. Wie wichtig Mütter und Väter sind. And to not allow these things to be taken away. Und dass man es nicht zulässt, dass diese Dinge weggenommen werden. The word still says. Das Wort sagt immer noch. In Exodus 20.
im zweiten Buch Mose, Kapitel 20 und Vers 12, to honor, dass man Ehre geben soll, father and mother, dass man Vater und Mutter ehren soll, honor, ehren. You need to honor those mother figures in your life. Man muss diese Väter- und Mütterfiguren im Leben ehren. Who are those mother figures in your life? You want to honor them. Wer sind diese Mutterfiguren, also Leute, die die Mutterrolle in der einen oder anderen Art und Weise eingenommen haben? Wer sind diese, dass du sie ehren kannst? And that's one of the reasons that we want to hold on to this day. Und das ist einer der Gründe, warum wir an diesem Tag wirklich das Fest ins Auge fassen. You know, it's like Christmas and Easter and all those holidays. These are important things that we hold on to. Und es ist wichtig, dass wir diesen Tag genauso festhalten wie Weihnachten und Ostern und alle derartigen Feste. And that we don't let the devil take these things away. Und dass wir es nicht zulassen, dass der Teufel diese Dinge wegnimmt. Because it is scriptural to do what we are doing on this day. That's why I'm giving you a Mother's Day message. Denn es ist absolut schriftgemäß, dass wir das tun, was wir an diesem Tag eben tun, dass wir an Muttertag Mütter ehren. Because I want to put that out. Ich möchte das wirklich so rausbringen. The church needs to hold on to this. Die Gemeinde muss daran festhalten. And not allow the world to rip these things away. Dass sie es nicht zulässt, dass die Welt all diese Dinge stiehlt und wegnimmt. The value of mom, the value of dad, the value of the family. Der Wert von Mama, der Wert von Papa, der Wert von Familie im Gesamten. And we want those mean mothers. Und wir wollen diese gemeinen Mütter haben. They need to be mean. Sie müssen gemein sein. That these kids can face this world when they leave home the right way. Dass die Kinder, wenn sie das Elternhaus verlassen, der Welt auf der richtigen Art und Weise begegnen können. Man, Bernd, you look like a gangster. Bernd schaut aus wie ein Gangster. Amen. But think about that. Isn't that great that Paul could draw? Aber denk mal drüber nach, dass Paulus wirklich schöpfen konnte, ziehen konnte. Not only on what he had put into Timothy as a father figure. Und zwar nicht nur von dem, was er als Vaterfigur für Timotheus gegeben hat und was er in ihn hineingelegt hat. And apparently Timothy didn't have a Christian dad. Und ganz offensichtlich hatte Timotheus keinen christlichen Vater. Because you have no record of it in the Word. Weil im Wort kein einziger Bericht von ihm ist. He was a Greek. Er war ein Grieche. And you find that in the book of Acts, but it doesn't say anything about him being a believer. Und das findet man in der Apostelgeschichte heraus, aber dort gibt's absolut keinen Hinweis, dass er ein Glaubender war. But he must have had a mama. Aber er musste definitiv eine Mama haben. That was a great woman of God. Die eine gewaltige Frau Gottes war. And a grandmama. Und eine Großmutter. So when he went to grandma's house, he got the same thing that he got from mama. Also wenn er in das Haus der Oma gegangen ist, hat er dasselbe bekommen wie das, was er von seiner Mama bekam. And in this time of crisis, und in dieser Krisenzeit, Paul was able not only to pull on what he knew he had put into Timothy from the Word of God, konnte Paulus nicht nur auf das zurückgreifen, was er wusste, was Timotheus durch ihn von Gottes Wort bekommen hat. But he said, hey, Timothy, aber er sagte, hey Timotheus, remember your grandma? She's a woman of faith. Erinnere dich an deine Großmutter, sie ist auch eine Frau des Glaubens. She was a mean grandma. Sie war eine gemeine Oma. She brought you up the right way. Und sie hat dich auch mit auf die richtige Art und Weise großgezogen. She put godly things into you. Sie hat göttliche Dinge in dich hineingepflanzt. To cause you to respect God and respect his word and to hold on in crisis. Um zu wirken, dass du Gott respektierst, sein Wort wirklich ehrst und dadurch festhalten kannst im Richtigen in Krisenzeiten. And remember your mom, she was that way too. Und erinnere dich auch an deine Mama, sie war genauso. So he got a double barrel. Also er hatte sozusagen einen doppelten Zug from home. Von zu Hause. And even though maybe his dad wasn't living for God. Und vielleicht war es so, auch wenn sein eigener leiblicher Papa nicht für Gott lebte. Mama had still put a lot of stuff in him he could draw from. So hat trotzdem seine Mama viel in ihn hineingelegt, von dem er später ziehen und schöpfen konnte. And grandma had done the same. Und die Großmutter hat genau das gleiche gemacht.
And so mamas, that's you do have a voice here. Also ihr Mütter sollt wissen, dass ihr hier eine Stimme habt. And we honor that. Und das ehren wir. And God honors that. Und Gott ehrt das. Could you imagine? Könnt ihr euch vorstellen? Being the mom, die Mutter zu sein. That put this stuff in Timothy that Paul noticed. Die gewesen ist, die all diese Dinge in Timotheus hineingelegt hat, die dann später Paulus erkennen konnte. And in this time of crisis in this big church, he's thinking about quitting. Und in dieser Krisenzeit in der Gemeinde, wo er dran dachte, alles einfach aufzugeben. And you're the mom and you're the grandma that put this stuff in him to help him not quit, to make the right decision. Und du bist die Mama oder die Oma, die Sachen in ihn hineingelegt hat, die mithelfen, dass er in so einer schweren Zeit eben nicht alles aufgibt. These mamas found their names in the Bible. Diese Mütter haben später also ihre Namen in der Bibel wiedergefunden. We know the whole world for history of the church, church history on knows who these women are. They are honored. Die ganze Gemeindewelt durch alle Geschichte hindurch weiß jetzt von diesen Frauen, weil sie so geehrt worden sind. Isn't that powerful? Ist das nicht kraftvoll? Wow. We have the name Lois and we have the name Eunice. Their names are found in the Bible. Wir haben wie heißt die deutsche Lois ist der eine Name, wie heißt die Oma noch mal? Die Mutter? Eunice. The name of his mom was Eunice. Eunice. Also seine Mutter hieß Eunice. And the name of the grandmother was Lois. Und der Name der Oma war Lois. How'd you like to have your name in the Bible? Wie schaut's mit euch aus? Möchtet ihr euren Namen in der Bibel finden? For being a woman of no compromise. Dafür, dass du eine Frau Gottes bist, ohne Kompromisse. For being a woman of faith. Eine Frau des Glaubens zu sein. Well, you do your part. You're there too. Nun, tu du deinen Teil und dann bist du auch so eine. And this is what God honors. Und das ist es, was Gott ehrt. Halleluja. Halleluja. You know, there's a lot of times in my life. Wisst ihr, da gibt's viele Dinge oder oftmals ist es in meinem Leben so, that I go back and I pull. Dass ich zurückgehe darauf und ziehe. My mom was divorced when I was 5 years old. Denn meine Mutter ist durch eine Scheidung gegangen, als ich 5 Jahre alt war. And my brother and I both were ended up being raised by her. Und mein Bruder und ich sind schließlich und endlich durch sie aufgezogen worden. And it was not an easy time. Und das war keine einfache Zeit. And it was definitely not an easy time for her. Und es war definitiv keine einfache Zeit auch für sie. But you know, there's some things that I respect. Aber wisst ihr, es gibt Dinge, die ich respektiere. And I know that her and my dad, they didn't get their conflict worked out. That was a sad thing. Und ich weiß, dass sie und mein Papa ihre Konflikte nicht bereinigen konnten und das ist eine traurige Sache. But I never saw my mom go against my dad. Aber ich habe es nie erlebt, wie meine Mama gegen meinen Papa vorging. She never did that. Sie hat das nie gemacht. She trusted God. Sondern sie vertraute Gott. And as we grew up, und so wie wir aufgewachsen sind, the word spoke louder. Hat das Wort Gottes lauter gesprochen. There was one time I was going to go live with my unbelieving dad. Und es gab eine Zeit, wo ich auch hinging, um bei meinem ungläubigen Papa selbst zu leben. And at that time my parents had remarried, or my mom had remarried a Christian man. Und zu dieser Zeit hat aber meine leibliche Mutter einen neuen christlichen Mann geheiratet gehabt. And my Christian stepfather. Und mein christlicher Stiefvater. He developed a relationship with my natural dad. Er hat auch eine Beziehung aufgebaut mit meinem natürlichen Vater. Of course they lived in two different worlds. Natürlich haben sie in zwei völlig verschiedenen Welten gelebt. But there was not this friction between the two of them. Aber da war nicht so dieser Kampf und Widerstand und Konflikt zwischen ihnen beiden. And my parents, they kept the love, my stepdad and mom, they kept the God love in our house. Und so haben sie in dem Zuhause die Liebe wirklich bewahrt. And I had a mean stepdad too. Und ich hatte auch einen gemeinen Stiefvater. But he was a mean love man. Aber er war ein gemeiner Mann der Liebe. You know, there's things, times I disobeyed and he put the hammer down and he needed to.
Versteht ihr? Es gab Zeiten, wo ich wirklich ungehorsam war und er hat wirklich den Hammer auf den Tisch gehauen und das war auch wichtig, dass er das getan hat. My natural dad was the same way. Und mein natürlicher Papa war genauso. But there's so many things, aber da gibt es so viele Dinge, that I draw from, von denen ich ziehe. Yeah, I see that, Rudolph. We have to quit. But anyway, I draw from that. Wie auch immer, ich habe wirklich daraus geschöpft. Yeah, maybe next Sunday I'll give you part two. Vielleicht gebe ich euch nächsten Sonntag dann den zweiten Teil davon. We'll just make it family. Make it a family message. Wir machen es einfach zu einer Familienbotschaft. Because I want to finish. Weil ich wirklich das zu Ende bringen will. And I'd even like to send the message to mom. Und ich möchte die Botschaft auch Mama schicken. Because there's definitely some things I want to say and I want her to hear. Weil definitiv es Dinge gibt, die ich sagen möchte und die ich hören möchte. But I just want to say I commend you moms. We love you guys. Aber ich möchte euch Mütter definitiv sagen, dass wir euch lieben und wertschätzen. And we want to do our part. Und wir wollen unseren Teil tun. To protect our moms and our families. Unsere Mütter und Familien zu beschützen. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. All right, let's pray. Okay, lasst uns noch beten. Father, we just thank you so much. Vater, wir danken dir so sehr. For your word that you've given us today. Für dein Wort, das du uns heute gegeben hast. We thank you for those that are here and those that are with us online. Und wir danken dir für die, die hier sind und die online verbunden sind. And particularly, Father. Und ganz besonders, Vater. We honor our mothers today. Ehren wir heute unsere Mütter. And we pray that this can be a special day for them. Und wir beten, dass das ein ganz besonderer Tag für sie sein kann. And we bless, bless, bless. Und wir segnen, segnen und segnen. In Jesus' name. In dem Namen Jesus. Amen. Amen. And I want to encourage you. Und ich möchte euch ermutigen. Make sure you do something big for your mom today. Stellt sicher, dass ihr heute was Großes für eure Mütter tut. Do something big for. Macht etwas Großes für sie. Amen. Amen. And don't forget your spiritual mom either. Und vergesst auch nicht eure geistige Mutter. And you guys know who that is. Und ihr wisst ja, wer das ist. You do something for your moms. Macht was für eure Mütter. It's important that we honor them. Das ist wichtig, dass wir sie ehren. And if there's anybody that's been filled a mom role in your life, don't forget about them. Und wenn es jemanden gibt, der in deinem Leben die Mutterrolle ausgefüllt hat, auf die eine oder andere Weise, vergesst das nicht. I did the best I could do. Ich habe das Beste getan, was ich konnte. I sent my mom a big bouquet of flowers. Ich habe meiner Mutter ein ganz riesengroßes Bouquet von Blumen zugeschickt. And because I really appreciate what she put into me. Weil ich wirklich wertschätze, was sie mir zukommen hat lassen. And I'm gonna call her later on. Und ich werde sie später anrufen. And as soon as possible, I'm gonna go back and see her. Und sobald wie es mir möglich sein wird, werde ich zurückfliegen und sie besuchen. It's very important. Das ist sehr wichtig. Those of you that get to see your mom, take advantage of it. Diejenigen von euch, die ihre Mutter sehen können und werden, nutzt die Gelegenheit. But don't forget your mom. Vergesst eure Mom nicht. God honors that. Gott ehrt das. Amen. Amen. Wow. All right, well